Erinnerst dich, dass du vor unserer heutigen Hypnosesitzung einen Mann angeschaut hast? Erinnerst du dich? Sehr gut. Und jetzt möchte ich, dass du dir diesen Mann ganz genau vornimmst. Und die Aufgabe lautet: Suche in diesem Mann ein fehlendes Teil. Irgendein Teil, ein Organ, irgendetwas fehlt. Und wir wollen wissen, was fehlt. Und jetzt konzentrierst du dich auf die Frequenz des Röntgenblicks. Du bist in der Lage, deine Augen zu öffnen. Während du deine Augen öffnest, bleibst du in Hypnose. Du wirst in der Lage sein, dich in diesen Mann hineinzusetzen. Und kannst erkennen, welches Teil fehlt. Und jetzt öffne deine Augen. Du siehst den Mann vor dir. Konzentriere dich auf ihn. Lass deine Augen geöffnet. Und konzentriere dich auf den Organbereich. Wiederhole, was fehlt. Wiederhole, laut und deutlich. Du siehst nicht, was fehlt von vorne, ist das richtig? Er dreht sich jetzt um, schau dir noch einmal diesen Bereich an. Du bist in der Lage, es zu erkennen. Welches Teil fehlt? Rechte Niere? Solltest du rechte Niere? Ja. Rechte Niere, stimmt das? Stimmt. Ganz hervorragend. Du hast deine Aufgabe bravourös gelöst. Kann sich der Mensch einmal umdrehen? Umdrehen bitte Nummer 1. Was siehst du? Mir ist aufgefallen, dass rechte Bein im Gegensatz vom linken kürzer ist, Beckenverschiebung, Wirbelsäulenverkrümmung. Aufgefallen ist mir dann auch noch vom Organischen her, dass die Basisfette, wo Herz, Leber, Nieren eingelagert sind, erhöht sind. Probleme gab es irgendwann einmal mit dem Magen, weil da sind in der Magenschleimhaut Vernarbungen von einem Magengeschwür oder so, Folgeerscheinungen, teilweise Auswirkungen auf die Verdauung, Dünndickdarmbereich arbeitet nicht so richtig, Blutdruck, Kreislauf ist mir noch aufgefallen, dass das nicht so richtig funktioniert und das Nervensystem ist eher überlastet. Okay, wir müssen es nicht ausführlich machen, einfach ein paar Stichpunkte, an denen wir uns orientieren können, wenn wir gleich überprüfen, ob das stimmt. Darf ich dich bitten, die Nummer 2 unter die Lupe zu nehmen? Umdrehen, Nummer 2. Nummer 2 bitte umdrehen.
Was siehst du hier? Aufgefallen ist mir mal vom Knochenbau her so ein bisschen Probleme mit der Wirbelsäule, das Hohlkreuz ist... Ja, aber das hat ja eigentlich fast jeder heutzutage. Ja, aber in dem Fall gibt es noch spezielle Probleme, dass das Hohlkreuz nicht richtig ausgebildet ist. Oben ist mir aufgefallen, dass beim zweiten Halswirbel ist der Dornfortsatz ein bisschen schief. Irgendwo dürfte da oben einmal was eingewirkt haben, eine mechanische Ursache sozusagen. Aufgefallen ist mir dann noch, dass dürfte eine Frau sein, nehme ich an. In der Brust sind einige Brustdrüsen vergrößert, speziell links. Beim linken Eierstock ist mir noch aufgefallen, Vernarbungen von Zysten her. Aufgefallen ist mir dann auch noch so ein bisschen Disharmonie mit der Schilddrüse und von der Magensäureproduktion her. Das wirkt sich auch ein bisschen akut momentan aus. Und ein bisschen mehr Flüssigkeit würde der Dame anraten, auch weil die Nieren langsam arbeiten. Okay, Nummer 2. Bitte zu Nummer 3. Umdrehen Nummer 3. Was siehst du? Linkes Bein kürzer wie das rechte, Beckenverschiebung, Wirbelsäulenverkrümmung und zwar speziell zwischen dritten, vierten und fünften Lendenwirbel sind die beiden Bandscheiben nicht flach, sondern keilförmig. Vom zweiten bis sechsten Halswirbel dürften einmal die Bandscheiben gequetscht worden sein. Der Knochenbau ist, würde ich sagen, einmal übersät mit Kallusbildungen. Was ist das? Kallusbildungen. Das ist, wenn ein Knochen gebrochen ist und der wächst wieder zusammen oder wenn sich jemand stärker anschlägt. Dann ist mir noch aufgefallen, dass oben auf der rechten Kopfseite ziemliche Kallusbildungen sind, im Nebenstirnhöhlenbereich Ablagerungen von Schnupfen, Stirnhöhlenreizungen, weil die ganze Durchblutung oben beeinträchtigt ist, teilweise auch das Nervensystem ein bisschen überstrapaziert, Magensäureproduktion. Ja, bitte den armen Menschen nicht gleich ganz fertig machen mit allem. Eins ist mir noch aufgefallen, und zwar auf der linken Seite Prostatavergrößerung. Ich hoffe, das hat er gewusst. Darf ich Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3 zu uns nach vorne bitten? Ebenso dich bitte, Georg. Guten Abend. Die Dame war wirklich die Nummer 3 und die waren daher mit der Postkarte. So, darf ich jetzt kurz fragen, ob Sie sich wieder erkannt haben oder wiedergefunden haben in dem, was gerade Georg zitiert hat, zum Beispiel, dass, glaube ich, der rechte Fuß ein bisschen... Kürzer ist als der linke? Das ist aber schon lange her, ja. Na, ist es noch so oder nicht? Ja. Ist so. Und mit dem Magen, glaube ich, gab es da Probleme. Magen und Basisfettpolster. Ich habe mein Lippen noch nie was mit dem Magen gehabt, ich weiß es nicht. Aber Fettpolster, das stimmt. Das ist ja, wie gegessen worden, das hat mit dem Magen so nichts da. Sie sind einer, der gerne isst. Bei der Dame, glaube ich, gab es welche Probleme? Halswirbelsäule, Brustdrüsen, Eierstock, Lendenwirbel, Hohlkreuz. Also ich kann Hals bestätigen, also ich... Da haben wir auch die Röntgenbilder, glaube ich, da. Ja, genau. Sind das? Also dieses da. Ja, genau. Ist das gerade hier der Hals? Also ja, das ging um den zweiten, also der war, glaube ich, angebrochen. Du hast vom zweiten Hals überhaupt gesprochen. Mhm. Und um den ging es auch? Ja. Also der ist irgendwie verschoben. Genau. Und ansonsten, was war da mit der Eierstockgeschichte? Also mit der Brust kann ich schlecht was sagen. Könnte sein, weiß ich nicht. Und die Eierstöcke, also damit habe ich zumindest Schwierigkeiten. Und es ist auch mehr links. Mhm. Und die Nummer 3, das habe ich mir gemerkt, der Herr mit der Prostata. Was war das? Vergrößerung, oder? Vergrößerung. Ja. Stimmt das? Ja, ich kann zu meinen Leibwischen alles bestätigen, was er gesagt hat. Weil ich habe meinen Bergunfall gehabt und da halt die große Kallusbildung in den verschiedenen Körperteilen. Wirklich? Also diese Knochenbrüche oder stark eben, dass man sich irgendwo angestoßen hat? Stimmt, leider Gottes. Am Arm und im Kopf? Ja. Sind Sie jetzt nicht selber ziemlich fertig mit den Nerven, dass er das alles gesehen hat? Nein, ich habe so gewusst, so ungefähr, was mir fehlt. Ja klar, aber dass er das auch weiß? Ja, das ist ein anderes Phänomen. Ein Phänomen? Mit dem man erst fertig werden muss. Und er selber auch wahrscheinlich. Dankeschön.